Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 meiner kleinen Serie zur Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode. Wir sehen hier schon die fertige Schaltung. Im Teil 1 dieser kleinen Serie habe ich mich damit befasst, was mit der Ausgangsspannung UZ passiert, wenn der Vorwiderstand schwankt. Im Teil 2, also in diesem Video, befasse ich mich damit, was passiert, wenn die Eingangsspannung U schwankt. Ich werde, so wie im Teil 1, auch das Ganze wieder mit einer entsprechenden Reihenschaltung vergleichen. Die Aufgabe besteht nun also darin, die Spannung von 9 Volt auf 5,1 Volt herabzusetzen. Führe ich das Ganze mit einer Z-Diode durch und wähle eine Z-Diode mit einer 10er Spannung von 5,1 Volt, bei der ein Strom von IZ von 240 Milliampere fließt, eben dann, wenn diese Spannung 5,1 Volt beträgt. So berechnet sich der Vorwiderstand, indem ich von der Gesamtspannung die 10er Spannung abziehe, also RV gleich U minus OZ geteilt durch den Strom, der hier fließt. Die Schaltung ist zunächst unbelastet, sodass also der ganze Diodenstrom auch durch den Vorwiderstand fließen muss und ich das Ganze daher durch 240 mA teilen kann. Und somit komme ich hier auf einen Vorwiderstand von 16,25 Ohm. Die Verlustleistung dieser Schaltung habe ich hier auch noch mit angegeben. Die werde ich allerdings in diesem Video nicht näher betrachten. Die errechnet sich recht einfach, weil die Gesamtspannung und der ganze Strom, der hier fließt, sämtlich als Verlust zu werten ist. Denn es ist überhaupt kein Verbraucher angeschlossen, der irgendeinen Nutzen bringt. Und somit komme ich hier auf 2,16 Watt. Da ich das Ganze wieder mit einem einfachen Spannungsteiler vergleichen möchte, habe ich hier einen Spannungsteiler analog dimensioniert. Das heißt, ich möchte auch hier aus den 9 Volt wiederum eine Spannung von 5,1 Volt erzeugen. Ich gebe mir hier vor, dass der Widerstand R1 einen Wert von 16,25 Ohm hat, da er nun an die Stelle des Vorwiderstandes in der entsprechenden Schaltung mit der Z-Diode getreten ist. Damit errechnet sich der Widerstand R2 gemäß dieser kleinen Formel zu 21,25 Ohm. Wie bereits im Teil 1 dieser kleinen Serie erläutert, können nun drei Fälle auftreten. Die Z-Diode stabilisiert die Spannung nämlich dann, wenn die Last schwankt. Den Fall habe ich bisher noch nicht betrachtet, das wird in einem weiteren Video der Fall sein. Das ist durchaus der komplizierteste Fall. Im ersten Teil habe ich betrachtet, wie die Z-Diode die Spannung stabilisiert, wenn der Vorwiderstand RV in seinem Wert schwankt. Und in diesem Video werde ich nun hergehen und die Spannungsstabilisierung erläutern, wenn die Versorgungsspannung U schwankt. Ich werde das Ganze wieder mit Hilfe von Kennlinien erläutern. Wir sehen hier wieder das Diagramm für einen Spannungsteiler, bestehend aus den Widerständen R1 und R2. Der Widerstand R2 ist von links nach rechts abgetragen mit 21,25 Ohm und der Widerstand R1 ist von rechts nach links abgetragen, beginnt bei der Gesamtspannung dieser Schaltung, die 9 Volt beträgt. An dem Punkt, wo sich beide Kennlinien treffen, befindet sich der Arbeitspunkt. Dieser muss von dieser Schaltung eingenommen werden, da durch beide Widerstände der gleiche Strom fließt. So ist es zwangsläufig der Fall, dass sich die Schaltung in diesem Arbeitspunkt befindet. Und somit kann ich nun hier ablesen, dass die Spannung U2 5,1 Volt beträgt. Das ist quasi die Ausgangsspannung dieser Schaltung und somit an U1 eine Spannung von 3,9 Volt abfällt. Hier sehen wir das gleiche Diagramm nochmal, wieder bezogen auf den Spannungsteiler mit der Kennlinie für R2, die sich nicht verändert hat, mit der Kennlinie für R1, der alten Kennlinie, mit dem alten Arbeitspunkt, den Spannungen U2 5,1 Volt, U1 3,9 Volt. Ich gehe nun davon aus, dass die Spannung U, die ursprünglich 9 Volt betragen hat, um 10% herabgesetzt wird auf 8,1 Volt. Das bedeutet aber nun auch, dass die Kennlinie für R1 nicht mehr ab 9 Volt abgetragen werden muss, sondern ab 8,1 Volt von rechts nach links. Auf die Kennlinie von R2 hat das Ganze keinen Einfluss. Und das bedeutet nun auch wiederum, dass der Arbeitspunkt von seiner ursprünglichen Position auf die neue Position, dort wo sich beide Kennlinien treffen, verschiebt.
Und somit kann ich ablesen, dass die Spannung U2 von 5,1 Volt auf 4,59 Volt gesunken ist. Und auch die Spannung U1 ist gesunken von 3,9 Volt auf 3,51 Volt. Es lässt sich nun leicht nachrechnen, dass für den Fall, dass die Spannung U um 10% sinkt, die Spannung an beiden Widerständen ebenfalls um 10% sinkt. Das Ganze habe ich hier auch mathematisch etwas näher betrachtet. Es gilt nämlich hier die Gleichung U2, die Spannung am Widerstand R2 verhält sich zur Gesamtspannung U wie der Widerstand R2 zum Gesamtwiderstand dieser Schaltung, der sich ja aus R1 plus R2 errechnet. Forme ich das Ganze auf U2 um, so entsteht diese Gleichung. U2 ist gleich U mal R2 geteilt durch R1 plus R2. Da sich die beiden Widerstandswerte R1 und R2 nicht verändern in diesem Szenario, muss es so sein, dass auch U2 um 10% absinkt, wenn die Eingangsspannung U um 10% herabgesetzt wird. Es besteht hier eindeutig eine lineare Beziehung zwischen der Eingangsspannung U und der Ausgangsspannung U2. Man kann das Ganze nun auch noch ein wenig weiter mathematisieren. Das will ich hier einmal tun. Diese Gleichung entspricht der weit verbreiteten Darstellung linearer Funktionen, die ja zumindest in Deutschland immer mit dem Ausdruck y gleich m mal x plus b daherkommen. Dabei ist y der Wert auf der y-Achse, x ist der Wert auf der x-Achse, b ist der sogenannte y-Achsenabschnitt und m ist die Steigung. Vergleichen wir das mit dieser Gleichung, so sehen wir, dass in diesem Fall natürlich für das y u2 gesetzt wird und für das x wird u gesetzt. Das m entspricht dem Quotienten, der in diesem Bruch zu sehen ist, also R2 geteilt durch R1 plus R2. Und der y-Achsenabschnitt beträgt 0. Nun aber weiter mit der eigentlichen Elektrotechnik an dieser Stelle. Die gleiche Schaltung nun realisiert mit der Z-Diode. Wir haben ja am Anfang dieses kleinen Videos die entsprechenden Werte bereits errechnet. Das ist insbesondere der Vorwiderstand. Wir sehen hier die Diodenkennlinie, die von links nach rechts abgetragen worden ist. Und den Wert des Vorwiderstandes, der wiederum von der Gesamtspannung aus abgetragen werden muss, von rechts nach links. R1 gleich 16,25 Ohm. Und auch hier gilt, dass die Schaltung in dem Punkt arbeitet, in dem sich beide Kennlinien treffen. Auch hier kann man das wieder leicht dadurch begründen, dass ja durch beide Bauelemente der gleiche Strom fließen muss. Hier ist nun leicht nachvollziehbar, dass in diesem Fall auch wieder eine Diodenspannung von 5,1 Volt entsteht und somit die Spannung UV 3,9 Volt beträgt. Das Ganze nun wieder betrachtet unter der Voraussetzung, dass die Eingangsspannung U um 10% sinkt, also von 9 Volt auf 8,1 Volt herabsinkt. Wir sehen im Diagramm wieder die Diodenkennlinie abgetragen und natürlich die Widerstandskennlinie von RV von rechts nach links beginnt bei der Gesamtspannung, der ursprünglichen Gesamtspannung dieser Schaltung. Sinkt nun die Gesamtspannung von 9 Volt auf 8,1 Volt herab, so heißt das, dass die Kennlinie des Vorwiderstandes von rechts nach links auf 8,1 Volt verschoben wird und somit der Arbeitspunkt vom ursprünglichen Schnittpunkt der beiden Kennlinien zum neuen Schnittpunkt der Kennlinien wandern muss. Da nun die Diode in diesem Teil der Diodenkennlinie einen sehr steilen Verlauf hat, bedeutet das aber auch, dass die Spannung UZ an der Z-Diode, die ursprünglich 5,1 Volt betragen hat, nur ganz leicht abgesunken ist und nahe bei 5,1 Volt bleibt. Die Veränderung spielt sich ja von dieser Hilfslinie bis zu dieser ab. Für die Spannung an RV bedeutet das aber tatsächlich, dass sie statt wie zuvor 3,9 Volt, jetzt nur noch ungefähr 2,9 Volt beträgt. Man kann hier wiederum gut erkennen, dass es die Steilheit der Diodenkennlinie ist, die hierbei zu einer Spannungsstabilisierung führt. Das war schon auch im Teil 1 dieser kleinen Serie der Fall, als der Vorwiderstand als Variabel angenommen wurde.
Ich werde in einem weiteren Video das Ganze auch noch mathematisch behandeln. Da das aber etwas komplizierter wird, habe ich das in diesem Video nicht mehr vorgenommen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen nahebringen, warum auch beim Schwanken der Eingangsspannung U die Z-Diodenschaltung sehr viel stabiler arbeitet als die Schaltung bestehend aus R1 und R2. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.